Guten, 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 guten Morgen, meine Freunde. Wir haben ja hier noch ein paar Geräte liegen. Wir schauen mal, was wir heute machen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ein paar einfache Sachen. Und vermeintlich einfach. Ich weiß es nicht. Wir haben hier ein SE, ist zweimal SE. Einmal startet nichts, startet von selbst, neu lädt nicht. Da kann ich mir schon denken, was ist. Und hier haben wir auch lädt nicht. Schauen wir gleich mal durch, was wir noch haben. Ich stecke nur mal in das SE bereits den TriStar-Tester an, aber ich glaube, dass das hier alles keine TriStar-Probleme sind. Naja, gucken wir mal. Ja, machen wir das. iPhone 7 lässt den nicht einschalten. Wenn es denn wirklich so ist, ich weiß es nicht. Mal gucken, am Netzteil hier im Ladegerät haben wir nix. Da haben wir nix. Und dann machen wir das Ding mal auf kurz und schauen wir, was wir dann haben. Ich habe mir jetzt nochmal hier trotzdem so eine Matte hingelegt, dass ich ein bisschen die Schrauben nicht so verwerf. Oder was heißt verwerf, aber dass der halt da bleibt. Gut, der TriStar ist auch in Ordnung, weil ladet nicht. Schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal das. iPhone 7 startet nicht. Wenn ich sowas sehe und sehe dann, dass es keinerlei Stromaufnahme hat am Ladegerät, nichts, dann könnte ich mir vielleicht denken, vielleicht hat es ja einen Kurzschluss. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt mal so. Das ist immer so mein erster Gedanke, weil es gibt ja nicht so viele Sachen, die rot sein können. Dass es am Ladegerät gar keine Stromaufnahme hat, nicht mal nur kurzzeitig, sogar 0,1 oder irgendwas, das lässt schon sehr darauf schließen, dass wir da eventuell einen Kurzschluss haben. Ja, ich kann jetzt mal kurz meine komische Kamera hier herstellen. Die selber gebastelte Hampelmann-Kamera. Dann gucken wir, was hier passiert. Machen wir das. So. Wenn ich jetzt hierher gehe und mein. Also irgendetwas muss ich mir mit der Kamera noch einfallen lassen. Gell? Ich weiß nicht was, aber irgendwas, weil das ist keine Lösung. Das funktioniert auch nicht so, das ist scheiße. So. Wie ich das mache. Ich brauche hier ein iPhone 7. Das hier. Jetzt, wenn ich nur mal hier die Batterie drauf gehe. 3 Ampere. Also, hier haben wir einen Kurzschluss drauf irgendwo. Dann können wir schon mal weitermachen mit dem Zerlegen, weil irgendwo werden wir auf der Platine sicherlich das Problem finden. Hoffentlich nicht so kompliziert wie beim letzten. Weil da hat es auch so angefangen und da sind wir dann 2 Stunden dran gesessen. Aber gut, das war Feuchtigkeitsschaden. Ja, keine Ahnung. So. Jetzt halt. Machen wir mal den Gummischeiß da weg. Ich weiß auch nicht, ich will das jedes Mal, denke ich mir das, aber ich habe eigentlich keinen Bock, dass ich hier die Videos 8000 Mal schneide. Ich mache einfach das Video, so wie ich die Reparatur mache. Weil, ja, sonst habe ich zu viel Arbeit danach zum Nachbearbeiten. Obwohl es sicherlich jetzt diese Part hier, dass ich den Gummi abziehe, diesen Kleber abziehe, für keinen Menschen auf der ganzen Welt interessant ist und auch keinen interessiert. Also mich würde es auch nicht interessieren. Bloß es ist halt einfach sonst blöd zum Realisieren nach dem Video, wie man das macht. So, dann das Schöne ist ja, dass das 7er so viele verschiedene Schrauben hat, dass alles so weiß. Ich weiß auch nicht. Machen wir das mal und dann schauen wir.
Dann gucken wir mal. Es ist immer ziemlich früh, wenn ich hier anfange. Vielleicht, weiß ich nicht, falls sich mal einer gefragt hat, warum ist der so dumm und macht das. Ja, es ist einfach. Ich mache das hier bis um 9 ungefähr oder bis um 10. Und dann muss ich mich aber auch schon um die Laufkundschaft kümmern und um den Expertenakt. Der Expert hier mit drei Häusern ist der stärkste B2B-Partner, den ich habe, der wo auch extrem wichtig ist für uns. Und das muss halt einfach passen. Also da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, da mache ich zwischendurch mal wieder so ein Gerät und dann schauen wir mal, da wird es schon werden. Wir arbeiten mal bei den Expertgeräten wirklich zu 100% nach den Herstellervorgaben, außer bei Apple natürlich, da geht es natürlich nicht, aber dann machen wir das so, dass am Ende in der Regel hier niemals mehr eine Reklamation kommt, weil da tun wir 100% arbeiten. Ja. Also, und da, deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, machen wir da mal wieder was, machen wir da mal wieder was. Das will ich nicht. Gut. Wie gesagt, nur mit der Kamera muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. So, wir haben jetzt die Platine hier. Da können wir jetzt Glück haben oder kein Glück haben. Ich mache jetzt mal die zwei Aufkleber hinten weg. Mit Glück haben meine ich, wir kommen jetzt hier schon da, haben unseren Fehler. Auf der Seite hier unten. Das ist ja auch einer der Hauptfehler, dass wir einen Kurzschluss haben beim iPhone 7 oder bei allen iPhones eigentlich. Ja. Mikroskop und schauen wir, ob wir so schon irgendwas sehen. Ich weiß es nicht, ob wir so schon irgendwas entdecken können. Und Power Management, das hier ist öfters mal was. Hier unten am Baseband Power Management ist öfters mal was. Hier schaut es aber bis jetzt noch gut aus. Hier schaut es öfters mal schlecht aus. Wie die Boost auch, aber dafür passen die Werte nicht. Ja, wenn jetzt hier nichts ist, dann kann auch hier oben am Baseband öfters mal was sein. Ich nehme jetzt mal die Wärmebilder und schaue mal, ob ich damit was sehe. Ich hoffe, dass ich hier gleich was sehe, ganz ehrlich. Schauen wir mal, legen wir es mal drunter. Und dann machen wir den hier. So, hier unten haben wir jetzt noch nichts. Das ist, kommt von der Wärmebild einfach. Da ist es schon. Schaut mal her. Da oben links. Da am Baseband Power Management, da ist sie, so wie ich gesagt habe. Jetzt können wir noch schnell schauen, ob wir es so sehen oder ob wir hier wieder mit Eispray reinhauen müssen, dass wir wirklich das genau lokalisieren können. Da ist er. Ich zeige es euch mal. Vielleicht sieht man es im Video auch. Der letzte große Kondensator. Seht ihr den Bruch oben links beim Kondensator? Da sieht man es ziemlich gut. Da ist er gebrochen. Ja. So sieht man es nicht. Aber so sieht man es schon. Da ist er oben kaputt. Ja, ich glaube, ihr habt das alle gesehen. Hoffentlich. Leider ist natürlich die Beleuchtung dann nicht so gut. Wenn ich hier in die volle Vergrößerung reingehe. Gut. Das hätten wir. Ich lege mal das jetzt auf die Unterhitze drauf und schaue dann, dass ich mit dem Kondensator einfach mal runternehme. Hier am Baseband Power Management tue ich jetzt nicht herumbrechen mit irgendwelchen Hilfsmitteln, dass ich den hier abbreche von der Platine, sondern der schaut dann noch gut aus. Den können wir ganz normal runterlöten und tun wir ganz normal einen neuen drauf. Dann ist das Gerät fertig. Funktioniert wieder. So, schauen wir, wenn er langsam locker wird.
Zack. Dann ist der weg. Weg damit. Hier eine Lotpaste her. Bisschen zumindest. So, und dann hole ich mir schnell den neuen Kondensator. Und dann passt es. Und die Aufkleber gleich noch. Hier ist der Kondensator, hier sind die Aufkleber. Läuft. Viele haben mich gefragt, wo ich die Aufkleber herkriege. Ich habe die vom Nico Staffer aus der Gruppe auch. Der Shop oder der Laden, den wo du da in Berlin betreibt, heißt iHome Service. iHome Service. Ich weiß nicht, ob es zusammengeschrieben ist, aber gut, das findet ihr in Google. Wenn ihr da was wollt, schreibt den mal an, vielleicht findet ihr da was. Also ja, jetzt glaube ich keinen Shop in dem Sinn, also zumindest wüsste ich das nicht. Oder hat mich das auch, glaube ich, bis jetzt nicht großartig interessiert. Ich habe den einfach geschrieben oder er hat mir geschrieben und dann hat das funktioniert. Dann hat er mir das Zeug geschickt und das ist wirklich gut. Und ihr solltet auch schauen, hier, dass er Aufkleber erwischt, die wo auch halten. Ne? Dann noch was anderes. Mir schreiben so viele Leute, wirklich, es schreiben so viele Leute auch E-Mail und sie wollen jetzt löten und ob ich das und das und hin und her. Gleich. So. Passt es? Passt. Also der neue Kondensator ist drin. Ja, wie gesagt, ich lege das mal kurz zum Abkühlen, dann bin ich voll für euch da. Ja. Mich nerven die Anfragen nicht. Das passt, aber ich habe echt keine Zeit zu beantworten, Leute. Das ist so viel, ich kann es nicht. Ich weiß nicht wann. Wenn ich nach Hause komme, dann bin ich noch vielleicht 4 Stunden wach, dann gehe ich wieder ins Bett, weil ich hier in der Früh da sitze. Ich überlege mir da mal irgendwie einen Weg, dass ich sowas beantworten kann, relativ schnell. Und was man hier machen kann oder was es da für Möglichkeiten gibt, dass ich das vielleicht irgendwie besser beantworten kann. Auch in YouTube, ich versuch die Fragen schon zu beantworten, relativ schnell oder auch sofort. Aber es ist halt jetzt zur Zeit nicht so sehr einfach. Ja. Jetzt brauche ich kurz noch so einen Kleber für das iPhone 7. Das baue ich dann nachher gleich wieder zusammen. Jetzt hier brauchen wir das jetzt nicht zum Zusammenbauen, das zeige ich euch jetzt nur so und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Gut, das dürfte kalt sein. Ich mache mir das kurz noch sauber hier unten bei der Platine, wo wir gerade mit dem Flussmittel rumgearbeitet haben. Das sollte auch passen. So, also, dann haben wir jetzt hier die Platine. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht mit der blauen Matte wieder. Ich habe das immer zeitlang gehabt, dann habe ich es weggetan. So als Kontrast, glaube ich, kommt das ganz gut. Und sieht man vielleicht auch die Teile dann besser. So, wir machen das jetzt uns das ein bisschen sauber hier wieder. Und dann nehmen wir mal die Aufkleber. Einmal sowas. Und dann brauche ich noch einmal ist sogar noch ein vollständiger Schneider und dann brauche ich einmal den hier. Dann haben wir mir nämlich keinerlei Probleme, das Gerät wieder. Naja, wie gesagt, ich sage das in jedem Video. Ich will das gern, dass das ordentlich ist. Weil jeder kennt das von euch, ihr macht das Gerät auf, oder was heißt jeder, es sind halt schon viele, die wo selber reparieren oder selber einen Shop haben, die wo ihr zuschauen,
Ihr macht es auf und dann ist die Ernüchterung, egal ob was mit dem Gerät ist oder ob mit dem Gerät nichts ist, kann das sein, dass dir gar nichts fehlt, aber die Ernüchterung ist extrem groß, wenn man dann schon sieht, dass alles auseinandergerissen ist. Das ist halt Fakt. Also wer sagt, dass das nicht so ist, der lügt oder sich dann irgendwie denkt, oh ja, das ist nicht so schlimm, wird schon nichts sein. Gut, das passt perfekt. Dann gehen wir mal kurz hier wieder ins Gehäuse rein und dann sollten wir hier wieder die ganzen Daten haben und das Gerät sollte starten normalerweise. Und zusammenbauen tue ich es jetzt dann danach. Normalerweise würde die Main Kurzschluss sollte jetzt unsere Batterie in so einer Art Schutzschaltung hängen. Deswegen sollte die jetzt auch so funktionieren, wenn ich hier anstecke. Gucken wir mal. Das Kabel ist noch ein bisschen kurz hier. So. Hier haben wir wieder ein Ladesymbol. Jetzt bereits. Und dann müsste theoretisch der Apfel kommen. Siehst du, jetzt kann ich abstecken. Jetzt ist die Batterie wieder so, wie sie sein soll. Ich warte ganz kurz, bis es an ist. Und dann machen wir noch ein kleines nächste Video. Video, Video, Video. Ich hau Videos raus. Wir Behinderer. So schaut's aus. Gut. Jetzt ist es an. Das passt. Das Gerät funktioniert. Wir haben ja die ganzen Daten wieder. Wunderbar. Mehr braucht man nicht sagen. Schneller, einfacher wieder die Main-Kurzschluss. Sauber, professionell gerichtet. Mit den Aufklebern wieder drauf. Alles 100%. Leute, ich wünsche euch was. Macht euch einen schönen Donnerstag. Ich bin am Samstag wieder bei dem Lötkurs Modul 2 bei Marco in Aalen. Auch hier nochmal versuche ich was zu ändern, was das angeht, weil ganz viele meinen, dass ich das mache. Ich mache das nicht. Ich will nur da jetzt immer ein bisschen mit dabei sein, will da ein bisschen was von dem mitgeben, was auch ich weiß. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Auch da will ich noch irgendwas machen, dass die Leute nicht immer auf die Idee kommen, dass das ich mache. Oder vielleicht direkt den Link mit in die Videobeschreibung reinsetzen. Jetzt schauen wir mal. Also, macht es gut. Bis gleich oder bis morgen oder bis irgendwann. Ciao, ciao.